herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Rachfall. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Ein Vorteil, den wir als Accelerated Partner Ihnen bieten können, die Rachfall IT Solutions, möchte ich Ihnen heute mal näher vorstellen. Und zwar nennt sich das Administration on Behalf oder Delegated Administration. Und das funktioniert ganz einfach. Wir als Partner, also wir als in dem Fall als Ihr Partner, können Ihnen ein Angebot für die delegierte Administration senden. Ich mache das mal. Sie sehen, es wird ein Link erzeugt. Dieser Link ist auch jetzt nur einmalig. Ich habe ihn trotzdem ausgeblutet, damit nicht irgendwie ein Fehler passieren kann. Ich sage in E-Mail öffnen jetzt für mich, sage zulassen und sende das jetzt an Sie als Kunden. In dem Fall bin ich das jetzt einfach selber. Ich habe ja auch ein P1-Abo, privat in Gebrauch, und schicke mir jetzt diese Admin on Behalf, diese delegierte Administration zu. Von der Seite der Rachfall IT Solution schließe ich das jetzt, mache meine E-Mail auf. Wundern Sie sich nicht, ich habe sehr viele Accounts, die ich handle. Deshalb gibt es mehrere Posteingänge bei mir. Sie sehen, it's me, kerstinrachfall.de. Ich bin auch in meinem richtigen Postfach drin und ist ein bisschen verwirrend, weil ich ja immer jetzt die gleiche Person bin. Und ich habe also jetzt hier diesen Link zugeschickt bekommen. Ich gehe jetzt auf diesen Link drauf, melde mich jetzt mit meinem Postfach an, und zwar das Postfach, das ja jetzt wo eine delegierte Administration stattfinden soll. Es ist immer schwer für mich zu reden und zu tippen. Dieser delegierte Link wird jetzt in der Administration aufgemacht. Und hier steht jetzt also drin, wer gerne autorisiert werden möchte, ihr Abonnement zu administrieren. Sie müssen sich dieses Formular auch durchlesen. Das ist auch wichtig, weil Sie treffen hier keinen Vertrag mit Microsoft, sondern Sie erteilen uns als Ihr IT-Systemhaus, als Partner of Record, die Zugriffsberechtigung auf Ihren Account. Und warum präferieren wir diesen Weg gegenüber anderen Wegen? Das ist eigentlich ganz einfach. Diese delegierte Administration blockiert keine Lizenz von Ihnen. Das heißt, Sie müssen keine Lizenz für uns kaufen, damit wir die Administration vornehmen können. Solange wir die Administration vornehmen, haben wir Zugriff auf alle Ihre Punkte wie ein normaler Administrator auch und können eben die technischen Dinge für Sie lösen. Wenn Sie aber aus irgendeinem Grund nicht mehr zufrieden mit uns sind oder eben den Vertrag mit uns beenden möchten, dann haben Sie, und zwar nur Sie als Kunde, die Möglichkeit, uns sofort innerhalb von Minuten diese delegierte Administration zu entziehen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass noch keiner unserer Kunden das gemacht hat. Von daher ist das jetzt erstmal eine mündliche Aussage. Doch auch von unserer Seite wäre das so, dass, wenn Sie uns natürlich den Auftrag entziehen, wir auch nicht mehr reingehen würden. Aber unabhängig davon ist das Wichtige, Sie werden aktiv, entziehen die Berechtigung, Sie werden aktiv und gewähren die Berechtigung. Und das finde ich den viel schöneren Weg, als wenn Sie uns eine Lizenz freischalten für diese Sache oder einen anderen Weg dabei wählen. Gut, wenn Sie das also gemacht haben und das durchgelesen haben, können Sie das wieder schließen. Sie sehen, der Haken ist jetzt gesetzt. Und dann sage ich okay. Und Sie sehen jetzt hier, die Firma Rachfall IT Solutions hat eben Zugriff auf ihr Abonnement. Und wenn wir jetzt auf mein Abonnement gehen, verwalten, sehen Sie, dass ich auch weiterhin nur eine Benutzerlizenz habe, die ich bezahle, und dass ich eben für diese Administration nichts
nichts verliere, nichts bezahle in dem Fall. Gut, wir schauen uns jetzt mal an. So, jetzt hatte ich das Video erstmal angehalten, weil ich mir selber erstmal überlegen musste, wo ist denn diese delegierte Administration? Also ich selber als Kunde habe das jetzt noch nie gemacht, aus der Kundensicht heraus. Ich kenne es immer nur aus der Sicht des Partners. Es war ein bisschen verwirrend. Ich habe eigentlich von Anfang an gedacht, dass es unter Support ist. Und da findet es sich auch. Mich hat es dann vorhin, als ich im Video war, irritiert, dass hier Hilfe und Community und diese Abrechnungsgeschichten standen und habe dann diesen grauen Punkt hier unten, delegierte Administration, übersehen. Also wenn Sie dann da drauf gehen, unter Support Übersicht, delegierte Administration, dann sehen Sie, also wer praktisch dieses Recht hat. Sie können auch mehreren Unternehmen oder rein theoretisch mehreren Unternehmen oder auch mehreren unserer Mitarbeiter dieses Recht zugestehen. Und wenn Sie das eben nicht mehr wollen, dann wählen Sie den Punkt an und sagen delegierte Administration entfernen. Ich lasse es jetzt hier bei mir drin, weil ich das ja auch gerne haben möchte, dass meine Mitarbeiter eben da dran arbeiten können an meinem Office 365. Wenn Sie Fragen haben zu anderen Themen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stellen Ihnen kostenlose Informationen auf unserem Internetportal zur Verfügung www.himmlische-it.de. Und alles, was wir dann nicht zur Verfügung stellen, können Sie natürlich auch gerne trotzdem anfragen bei uns. Denken Sie nur daran, dass dann in dem Fall Dienstleistungskosten für Sie anfallen. Tschüss! Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.